Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil, alles nur Verschwörungstheorien, alles nur bösartige Behauptungen, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Hier endlich wieder positive Schlagzeilen, Takatuka-Land ist wieder glücklich. Genau, also Diensträder und Elektroautos im Landesdienst, Kärnten will den CO2-Ausstoß verhindern und der Landeskaiser will natürlich mit Vorbild vorangehen und möchte ab jetzt nur noch Fahrrad fahren. Ich finde das eine grandiose Entwicklung, weil sonst wäre das ja nur eine lächerliche PR-Aktion. Aber ich finde das schön, dass auch die Landeskaiser jetzt aufs Fahrrad umsteigen, weil dadurch gewinnen sie natürlich unglaublich an Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit, ja, auch hier Verschwörungstheorie, das ist natürlich alles nicht wahr, ja. Das wissen wir aus der Wahl in Sachsen-Anhalt, auch dort alles nur Verschwörungstheorien. Und hier wird behauptet, dass 34,6% der Volksgenossen lieber ohne Europäische Union auskommen würden, was natürlich bei weitem übertrieben ist. Ich glaube, die Zahlen liegen nicht bei 34,6%, sondern bei 64,3%. Aber wie auch immer, das ist alles hier nichts als die reine Wahrheit. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich solche Zahlen lese, dann kriege ich einen Lochanfall. Aber das ist egal, man muss immer nur fest dran glauben. Was haben wir hier Schönes? Ja, liebe Volksgenossen und Volksgenossen, es ist soweit. Privat-PKWs werden verboten werden aus Klimagründen. Es ist absolut nicht mehr erlaubt und zuträglich. Auch dieser Wirtschaftsprofessor hat schon angekündigt, er wird natürlich nur noch das Fahrrad verwenden. Ist ja logisch. Ja? Ich meine, man kann ja nicht Wasser predigen und Wein trinken, wird er niemals machen. Also daher, wie gesagt, wie wir auch in Kärnten das sehen, der Landeskaiser will auch zukünftig nur noch selber Fahrrad fahren. Finde ich eine wirklich ehrliche und anständige Sache. Auch hier furchtbare Entwicklungen, ja, furchtbare Entwicklungen. Bitte könnt ihr euch das vorstellen. Zutritt verboten. Der Zutritt ist verboten. Oh. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. In Hof in Bayern ist das, ja. Ja, mei, du sagst gerade gar nichts, gell. Riesel, bring uns nur zwei Maus. Ja, es ist einfach furchtbar, was hier alles geschieht. Ja, was soll man dazu noch sagen? Interessante Entwicklungen für uns, würde ich sagen, ist das alles eine unglaublich makabere Kabarett. Darbietung, man kann es schon nach dem neuen Modewort als Makabaret bezeichnen, was hier abläuft. Wir haben eben hier ganz heftige Konstellationen. Wie gesagt, das dauert eine Woche, dieses Horoskop. Wir haben Aszendent Krebs, wir haben den Aszendenten auf Löwe gerade. Also hier geht es darum, sehr stark auf die Heimat bezogen, sehr, sehr stark auf die Bevölkerung bezogen, Herrscher von 1 im vierten Haus. Es dreht sich jetzt sehr, sehr viel um die Menschen, die natürlich jetzt sich auch große Gedanken und Sorgen und Ängste machen, weil die Jungfrau ist auch ein vorsichtiges Zeichen. Und wo wir hier natürlich durch das Quadrat zur Sonne auch starken Druck aufs vierte Haus haben. Also das heißt, auch hier würde ich sagen, in dem Fall steht das dritte Haus nicht für die Wirtschaft, sondern für die Medien. Die Medien, welche eingeschlossen im 12. Haus in den Zwillingen stehen, stehen natürlich ja für Propaganda, für Lüge, für Betrug und so weiter. No, no, nicht. Also auch das kann man aus diesem Halbmond herauslesen, dass aus den öffentlichen Medienkanälen wirklich nur noch Propaganda herauskommt. Und deswegen meine wiederholte Aufforderung an dich, bitte meide die Medien. Interessant, dass das Wort Medien und meiden ganz genau passt. Ja, das sind dieselben Buchstaben, das kann kein Zufall sein. Also das zu meiden ist ein wesentlicher Schritt, eine große Errungenschaft. Und auch ich überlege jetzt tatsächlich wirklich einmal mit einem freien Tag in der Woche anzufangen. Ich muss meine Augen ein bisschen schonen, weil die sind so verschwollen, ich bringe die Augen nicht mehr auf. Ja. Ich muss abwechselnd ein Auge immer zuhalten, weil ich kann nicht mehr richtig sehen. Und es wäre schade, wenn alles dann verloren ginge. Ich probiere es jetzt einmal wirklich mit einem freien Tag und überlege mir, ob es der Samstag oder der Sonntag sein wird.
Und ja, und ob ich es überhaupt schaffen werde, weil ich stehe auch unter, wie sagt man, einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, es ist fast schon Besessenheit. Ja. Ich kann in der Früh nicht anders außer das Horoskop machen. Und was wir hier natürlich auch sehr stark noch sehen, abschließend, fast hätte ich es vergessen, die Opposition von, auch wenn es auf 4 Grad ist, weil Neptun ist auf 23 Grad, hier haben wir 27 Grad und es ist ein aufgehendes, eine aufgehende Opposition, aber wir haben hier natürlich eine T-Quadrat-Konstellation zwischen Stadtsipaten, zwischen der Wirtschaft, den Medien und zwischen dem Finanzsektor, ja, aber im vierten Haus. Also das heißt, Herrscher von 2 in 4 unter so starker Bedrängnis würde für mich auch bedeuten, dass die Leute eben nicht gut vorbereitet sind, weil Herrscher von 2 in 4, da geht es ja um Vorbereitung und wenn Neptun, ja, wenn Neptun in Opposition steht, dann will man ja den Leuten davon abraten, dass man sagt, ja, also eure Sparguthaben sind gesichert. Das hatten wir schon mal gehört, oder? Weiter zum sechsten und besten Teil. Ende.